Jo Leute, was geht? Ich koche heute mal wieder. Aber ich werde nicht nur kochen, ich werde auch noch ein paar andere Dinge machen, wie zum Beispiel bei meinem Aquarium einen Wasserwechsel machen und die ganze Bude hier ein bisschen aufräumen. Also bleibt auf jeden Fall dran, falls euch der Kochen-Part nicht so sehr interessiert. Ich habe ja auf jeden Fall Bacon, das ist ja der, in dem ich schon das letzte Mal gesprochen habe. Das sind 100 Gramm, davon nehme ich ungefähr die Hälfte. Das Ganze hier ist übrigens total improvisiert, also ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei rauskommt. Also, ja, mal schauen. So, den Bacon. Den werde ich jetzt in Stücke schneiden. Jetzt nehme ich wieder dieses Messer hier. Das dürftet ihr schon kennen. Das ist so irgendwie das einzig gute Messer, was ich habe. Also nehme ich das hier immer. So, das schneide ich jetzt hier in dünne Stückchen. So, jetzt zerstückeln wir das so nochmal ein bisschen. Soweit es halt geht. So, und jetzt klatsche mal die Pampe in die Pfanne. Die mache ich aber erst noch an. Hier in dem Topf köchelt schon was vor sich hin. Das zeige ich euch mal. Das braucht aber noch ein wenig. So, machen wir die Pfanne da oben mal an. Und packen den Bacon hier rein. Hier sieht es immer noch aus wie Sau. Ist zwar schon 2 Tage später, aber jetzt beginnt so langsam das Wochenende für mich am Donnerstag. Also ich muss nicht mehr so oft in die Hochschule. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. So. Teilen wir das hier so ein bisschen. Ich fette jetzt auch extra die Pfanne mit ein, weil der Bacon, der hat ja genug Fett, der dann da schon so reintriefen wird. Und jetzt schneiden wir die Champignons. So, jetzt haben wir das hier geschnitten. Jetzt guck mal, dass der Bacon hier ein bisschen anbrutzelt. Unsere Baconwürfelchen. Das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Ich lasse es aber noch ein bisschen länger brutzeln. Und das hier, das sollte eigentlich irgendwie so aufquellen. Also es handelt sich hierbei um Ammenrand. Ja gut, so langsam quellt es ein bisschen auf, aber irgendwie sollte das spätestens nach einer halben Stunde fertig sein. Aber das köchelt jetzt schon 20 Minuten so vor sich hin mit geschlossenem Deckel. Es wird irgendwie nicht besser. Also mache ich den Deckel jetzt einfach mal auf und stelle die Stufe doch nochmal ein bisschen höher bei dem Ding. Aber yo! So, jetzt lassen wir mal die Champignons und so anbraten. Dazu können wir die Stufe hier ruhig ein bisschen höher stellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß, das sieht nicht sonderlich lecker aus. Aber das ist es bestimmt. Ich werde das jetzt essen, dann muss ich in die Hochschule und dann werde ich mich noch um dieses Aquarium hier kümmern, wie ich vorher schon gesagt habe. Bevor jetzt irgendjemand sagt, ich habe das Aquarium irgendwie nachgemacht oder so von, es gibt ja dieses UFO oder so mit Izzy. Ich glaube, der Izzy, der macht so Aquarium, der macht ein Aquarium. Also das Ding hier, das sieht man glaube ich auch anhand den Pflanzen, das steht schon ein bisschen länger hier. Nämlich, ich glaube, jetzt schon so 2 Jahre oder so. Und ja, ich finde übrigens so einiges, was Izzy über Aquarien erzählt, ist totaler Quatsch. Aber gut, er ist halt Anfänger und lässt sich da vielleicht ein bisschen zu vielen Dingen hinziehen. Ich werde auf jeden Fall später, nachdem ich von der Hochschule wiederkomme und das gute Essen gegessen habe, hier von den Wasserwechseln, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was darüber. Ich bin übrigens sehr froh darüber, wie das momentan aussieht. Nur man sagt immer so schön, wenn es gerade am schönsten ist, muss man auch schon wieder mit der Schere ran und deshalb werde ich tatsächlich auch ein paar Pflanzen stutzen müssen. Und ja, mehr Info dazu gibt's gleich. So, ich werde jetzt gerade ein paar Pflanzen entfernen. Das mache ich einfach mit den Fingern. Es gibt auch so, ja, so Scheren und sowas, aber ich finde es am einfachsten, wenn man das einfach so mit den Fingern abknipst. Und ja, die Fische freuen sich natürlich. Also hier hinten, sieht man das überhaupt? Ja. Hier hinten wollte ich auf jeden Fall das Stück wegmachen, weil das schon echt ein bisschen zu hoch wird und langsam aus der Wasseroberfläche rausragt. Ich zeige euch auch mal, wie sowas dann ausschaut. So sieht es dann aus. Das schmeiße ich halt einfach in den Biomüll. Die Pflanzen, die kann man natürlich auch wieder einpflanzen, also gerade hier diese Stängelpflanzen. Aber ich habe halt nur dieses eine Becken hier und dementsprechend macht das gar keinen Sinn. Das würde sonst einfach nur noch viel zu voll wuchern mit den ganzen Pflanzen. Also es ist halt unheimlich wichtig, dass man immer rechtzeitig Pflanzen stutzt, damit andere Pflanzen genug Licht bekommen. Weil wenn dann alles total zuwuchert und oben an der Wasseroberfläche alles voller irgendwelcher Pflanzen ist, bekommen die Pflanzen unten halt nicht genug Licht und die wachsen dann so richtig hässlich. Also die werden dann zwar sehr hoch, aber die machen fast gar keine Blätter mehr. Die versuchen einfach ganz schnell ganz nach oben zu wachsen, sparen halt an den Blättern und machen ganz lange Stängel und es sieht halt wirklich überhaupt nicht schön aus. Und wenn man so Pflanzen rausmacht, dann sollte man natürlich gucken, dass man gleich alle Blätter, die irgendwie ab sind, rausmacht, weil diese abgestorbenen Pflanzenteile, die müssen halt unbedingt im Aquarium rumschwimmen.
Ach ja, und eins, was ich vergessen habe, was wirklich ganz wichtig ist, Leute, holt euch kein Aquarium, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr euch darum kümmern wollt. Also das Becken hier, das hat 60 Liter. Und man sagt halt generell, so unter 60 Litern sollte man auch überhaupt gar keine Fische halten. Das ist auch ganz wichtig, weil ich kenne zu viele Leute oder man hört einfach zu viel, dass sich Leute so eine Art kleines Goldfischglas holen oder halt so ein 10, 20 Liter Aquarium und dann da drin Fische halten. Das ist halt einfach nicht artgerecht. Also ich bitte euch, macht sowas auf gar keinen Fall. Und das hier, das sieht ja auch jetzt relativ schön aus mit den ganzen Pflanzen und so. Aber wenn man sich nicht damit auskennt, ist es, ich sag's mal so, nicht gerade einfach, sowas zu erreichen. Also ich habe mich als Kind schon ein bisschen dafür interessiert, deshalb kenne ich mich da relativ gut aus, was man alles beachten muss. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich damit anfangen sollen wolltet, überlegt euch zweimal, ob ihr euch das wirklich antun wollt, weil ihr werdet, also falls ihr sowas machen wollt, dann lest euch wirklich vorher irgendwie mal im Internet darüber schlau und lest nicht nur auf einer Seite, sondern lest auf verschiedenen Seiten nach. Weil das Ganze sollte vom Arbeitsaufwand echt nicht unterschätzt werden, den man gerade am Anfang hat, wenn man sich nicht auskennt. Weil da macht man immer ziemlich viele Fehler, die man dann ausbügeln muss. Und ja, das ist so das, was ich euch noch dazu sagen wollte. So, jetzt will ich mich hier hinten noch ein bisschen drum kümmern. Ich finde das immer so witzig, die ganzen Garnelen, die chillen da so und das ist echt nicht mehr normal. Na, wobei, das habe ich glaube ich ein bisschen zu viel davon rausgemacht. Das hat mir eigentlich ganz gut so gefallen. Na, dann steck mal das mal wieder vorsichtig da rein. So, und hier, ja, ist halt ein bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr so schön aussieht wie vorher, weil das hat echt ziemlich cool ausgesehen. Aber egal, das wird schon wieder so da hinten. Hier rupfe ich auch noch mal ein bisschen was raus, sonst wird es echt zu viel. So, und beim Wasserwechsel habe ich so einen Trick. Ich habe hier so einen, ja, Schlauch, den stecke ich dann da rein. Also da ist schon ein bisschen Wasser drin. Das habe ich in meinem Bad angeschlossen. Und jetzt renne ich gerade ins Bad und ziehe den Schlauch da mit dem Wasser raus und lege den in die Badewanne rein. Und dann wird es einfach sozusagen automatisch angesaugt und ich muss nichts mehr machen. Und ich muss vor allem keinen Eimer schleppen, weil 60 Liter, das ist schon ein bisschen kompliziert. So, ich war jetzt im Bad, habe das hier mit der Düse und der Temperatur soweit abgestimmt. Und jetzt fülle ich das Ganze einfach wieder auf. Und das seht ihr auch wieder als Timelapse. So, das war's jetzt eigentlich auch schon. Jetzt muss nur noch der Filter angemacht werden. Und ja, dann ist der Wasserwechsel hiermit auch schon fertig. Also ein paar Kleinigkeiten, die Pflanzen wieder schön anordnen oder so. Also hier die Vallisnerien, die muss ich aber auch bald mal irgendwann rausreißen, weil die zu groß werden für das kleine Becken. Aber soweit war es das. Ich schalte jetzt nur noch den Filter wieder an, das zeige ich euch gerade mal. Ich habe hier unten nämlich so einen kleinen Technikschrank, wo auch die Dünge Pumpe drinnen ist. Wo ist denn das? Genau da hinten. Das ist die Düngepumpe hier. Das ist die Lichtsteuerung, damit es automatisch an und ausgeht. Das wird dann auch gedimmt und so. Und hier unten ist der Filter. Da muss ich gerade mal hier. Sieht man jetzt bestimmt ganz schlecht, weil es so dunkel da unten ist. Und da wieder aufdrehen. Und das da ist die CO2-Anlage. So, aber jetzt sollte da auch wieder was rauskommen. Ja, ist nur ein bisschen schwach. Müssen wir ein bisschen stärker stellen. Aber bestimmt hat der Filter wieder ein bisschen Luft angesaugt. Aber darum werde ich mich jetzt noch ein bisschen kümmern. Was mich nur gerade wundert, ist, wo die Fische alle sind. Wobei, da ist auch schon wieder einer. Ja, jetzt trauen sie sich langsam wieder raus. Das sind halt Schwarmfische. Das sind Moskitobärblinge, also Boraras brigitte. Schöne kleine Schwarmfische. Die sind immer am Anfang ein bisschen ängstlich, weil die nicht gerade die hellsten sind. Aber da hinten, da kommen sie langsam auch wieder raus. Und ja, das war's soweit von meinem Aquarium. Ich finde, es sieht schon ziemlich schön aus. Auf der Kamera leider nicht immer so, wegen den Farben, weil ich halt nur ein Handy habe, mit dem ich filmen kann. Aber es macht schon definitiv Spaß. Nur wie gesagt, bevor ich sowas holen wollt, wenn ihr überhaupt überlegt, euch bitte eins, es ist echt eine Menge Arbeit. Und auch wenn man denkt, einmal die Woche, so 1,5 Stunden Zeit muss man da reinstecken,
Man hat nicht immer unbedingt Lust auf sowas. Aber zum Anschauen ist es schon ganz nett, muss man definitiv sagen. So, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein kleiner Einblick in meinen Alltag. Wenn ihr mehr von sowas wollt, schreibt es in die Kommentare und zeigt es mit einer Bewertung. Ich bedanke mich bei euch. Ciao!